größerer Personenzulauf in das Kino stattfinden kann. Wir haben jetzt aktuell die Situation, dass aus dieser unklaren Bedrohungslage eine Geisellage geworden ist. Wir haben eine männliche Person, die ins Objekt eingedrungen ist und mehrere Personen, die Anzahl habe ich noch nicht, bedroht hat. Kollegen von mir konnten sich so langsam ins Objekt begeben, haben dann lokalisieren können, wo der Geiselnehmer mit seinen Opfern war und ist in diesem Zusammenhang selbst in eine Bedrohungssituation gekommen. Der Täter, der musste mit einer Schusswaffe bekämpft werden. Es ist auf ihn geschossen worden und er ist dabei verstorben. Die Geisel, die sind alle unverletzt und konnten unverletzt aus das Gebäude hinausgebracht werden. Wir haben über weitere Verletzungen, die vielleicht an Personen entstanden sind, noch keine Erkenntnisse. Und das Ganze wird weitergeführt, die Ermittlungen vom Landeskriminalamt. Es gibt in Vorbereitung jetzt eine Pressemeldung mit der Staatsanwaltschaft der Polizei, eine Erklärung, die jetzt in der Abstimmung ist und weiter rausgeht. Zu der Person muss sagen schon? Nein, wir können zu der Identität des Täters und zu seiner Motivlage nichts sagen. Und wie gesagt, zu den Geiseln, die alle gerettet werden konnten, haben wir auch noch nichts. Was waren Einzeltäter? Kinder dabei, kann man das sagen? Kann ich Ihnen noch sagen. Das war ein Einzeltäter. Kobus. K-O-B-U-S. Geiseln.